Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von IEM.com und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid hier. So World of Warcraft Shadowlands. Haha. Mit unserem Erfolgsmagier. Wie gesagt, den muss man auch genau so aussprechen. Ne? Ansonsten ist das falsch. Ja, Leute. Ich habe im Vorfeld hier schon mal eine Instanz angemeldet. Da werde ich auch gleich mal hier schon mal die nötigen Vorkehrungen treffen. So, alles klar. So, ich habe mich hier im Moment für die Traditionsrüstung mit kleineren Veränderungen entschlossen. Und während wir jetzt warten. Wie soll ich mich erstmal überhaupt Sound irgendwie haben, weil es so ruhig hier. Ja, und was soll ich sagen? Ne? Das ist ein Segen und ein Fluch. Wobei mehr Fluch im Moment. Immer wenn ich sage, ich will gleich nochmal was machen oder ne, ich werde mich jetzt mal beeilen oder sonst was, dann passiert irgendwas. Ne, was mich dann irgendwie um Tage zurückwirft. Ne, ich glaube, ich habe jetzt die ganze Woche lang irgendwie kaum, ne, eigentlich gar nicht gestreamt. Ne? Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ich konnte zwar ein bisschen vorproduzieren, weil ich ja wusste, ich habe da ein bisschen was zu tun, ne, aber das hat mich dann doch wieder so ich heftig reingeritten. Ne, dass dann auch wieder der eine oder andere Tag eben halt irgendwie gar nichts passiert. Ich meine, das ist auch nicht weiter schlimm, ne, aber das ist halt immer doof, wenn ich dann sage, so, jetzt geht hier richtig die Post ab und dann passiert das. Was denn jetzt? Okay, ich erinnere mich. Ich würde erstmal dahin gehen und ein bisschen Schaden anrichten. Und ich glaube, ich wollte sogar schon letztes Wochenende, wollte ich mit diesem kleinen Magier, möchte gern, wollte ich eigentlich schon die Maximalstufe erreicht haben. Ich habe auch die ganze Woche mit meinen 60ern irgendwie nichts machen können. Ne, weil da hat mir irgendwie schlichtweg die Zeit gefehlt. Aber dann sollte ich jetzt weder nach Ausrede noch irgendwie also nach Entschuldigung anhören. Ich meine, ist ja egal, ne? Ich meine, wir haben es ja nicht eilig. Ich habe kein Ziel. Ja, da würde mich wirklich eher interessieren. Genau das, langfristig. Wie viel Damage können wir denn da reinkloppen? Recht im Sinne waren hier auch ein paar Bosskäfer, ne? Wobei die Gorm. Da weiß man ja auch nicht, gar nicht so recht, was ist das, ne? Wobei ich glaube, da gibt es sogar ein Reittier. Da kommt das erst noch? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt mal ein bisschen Fortschritt mit dem Magier generieren. Ne, der ist mir gerade irgendwie so ein bisschen nah. Ich glaube, ich habe den Magier auch beim letzten Mal, als ich hier gewesen bin, ein bisschen umgeskillt oder angeskillt oder wie man das nennen soll. Bin noch am Überlegen, ob ich da irgendwie groß drauf eingehen muss. Ich könnte ja einfach mal ganz kurz gucken bei den Talenten. Das war irgendwas nicht ganz so Besonderes. Pyroklasma, also hier das Endtalent habe ich geändert und ich also indem ich Meteor weggenommen habe. Den habe ich zwar als AOE-Schaden gut verwenden können und immer reingehauen, aber irgendwie hat mir das nicht gereicht. Deswegen dachte ich mir, beim Aufbrauchen von Kampfeshitze besteht eine Chance von 50%, dass euer nächster nicht spontaner, bla 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 bla. Maximal 2 Stapel. Geht's. Was haben wir hier? Der Seuchenfuhl. Wie heißt das denn? Nicht Seuchenfuhl, oder? Oh, ey, Leute, da ist man wirklich, da ist man eine Woche irgendwie raus, ne, und schon ist man raus. Ne, voll die Seuche hier. Ne, und jedes Mal auch interessanterweise dieser Ladebalken. Ne, also ich weiß nicht, die Instanz hier lädt unglaublich lahmarschig rein und die Gruppe ist immer schon weg, wenn ich dann hier endlich stehe. Okay, aber ich habe ja hier Flimmern. Thank you.
So, da fehlt mir jetzt zwar so ein leichter AOE. So, aber den nehme ich einfach mal in Kauf. Fleischformung, gleich mal sagen, was hier Sache ist. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, irgendwie fehlt er so jetzt in meiner Rotation hier. Nee, aber irgendwie sind hier zu viele Knöpfe. Ich brauche ein Ziel. Nee, und man muss dann irgendwie einäschern vorher raushauen, dann muss man irgendwie die Todesgeborenen, dann hat man dieses komische Dingensschild hier, also irgendwie, und dann war alles nicht gut. Damage ist irgendwie immer noch unterirdisch. Wo man einfach irgendwie gar nicht alles einsetzen kann. Eindringlinge! Ihr werdet am Stück verschlungen. Die Seuche breitet sich aus. Infektion! Der Schleim muss fressen. Ich habe kein Ziel. Euer Fleisch wird verschlungen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Seuche breitet sich aus. Infektion! Ja, schön, schön. Ich krieg gerne Gegenstände. Vor allem, wenn die dann auch so eine dermaßen Verbesserung sind. Na, wer weiß, vielleicht finden wir ja gleich tatsächlich raus, dass wir noch ein bisschen mehr Damage gemacht haben. Weil das sind doch heute wieder für Sitze, ey. Urzeitliche Flammenzauber. Ich habe kein Ziel.
aber noch mehr Versuchsobjekte. Lass die Seuchenbohrer frei. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh. Nein, ich bin der Meinung, die Dinger, die müssen gar nicht bekämpft werden. Man kommt einfach so dran vorbei. Ich brauche ein Ziel. Ja, es fühlt sich jetzt allerdings tatsächlich so an, als wenn ein AOE fehlt. Zeit, Heilerchen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Wieder uns verliert. Spaßtank. Okay, ne, aber man soll sich ja nicht aufregen. Ja, jetzt heißt sie dann wieder warten, ne? Also. The road to level 16. Da war es am Kopf. Ah, heilig. Komisch. Tank ist auf einmal tot und offline. Das ist echt komisch. Wobei ich das aber auch merkwürdig fand, weil normalerweise spawnt man doch dann in der Gruppe, oder?
Ich wollte nur mal eben schnell ein bisschen leveln hier. Ja, hi und ho zurück wünsche ich an diesem gelobten Wochenende. Ja, bei dem zwanghaften Versuch hier durch dieses komische Seuchen-Level-Dingern durchzukommen. Und irgendwie einen Tank nach dem anderen hier die Fliege macht. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Bär, der ist aber auch hier in eine Gruppe gespawnt, oder? Jetzt der dritte Tank. Also, das ist noch lustig. Da wird noch lustig. Ja, manchmal ist das echt komisch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, und ganz nebenbei lasse ich von dem Chat hier oder dem Chatbot überhaupt nicht ärgern. Ich habe keine Ahnung, warum der dann anfängt hier irgendwelche Stop-Spamming-Symbole und Scheiß. Ja, das geht. Also ich finde die Instanz gar nicht mal so schlecht, kosmisch betrachtet. Ja, aber wie bei so vielen Klamotten ist das irgendwie so ein bisschen gruppenabhängig. Wenn die Gruppe gut ist, dann ist das egal. Ne? Und hier, wie gesagt, da ist man oben noch am Kämpfen, während unten schon das nächste gepult wird. Ich meine, okay, das kann man sich heutzutage auch erlauben, aber... Ne, das ist immer so ein bisschen komisch. Aber ich weiß auch nicht, ich will mich ja nicht immer über alles aufregen, sondern versuche dann ja manchmal auch... ohne Schweiß auf der Stirn beim Stream mal hier irgendwie zu beenden oder so. Nein, also ich bin auf jeden Fall auch ein großer Maldraxxus-Fan, also dieses ganze Gebiet. Ich meine, das ist jetzt nicht das Schönste in dem Sinne, aber ich mag den Maldraxxus irgendwie. Ich habe kein Ziel. Hätte mir eigentlich erhofft, dass da ein bisschen was ausgebaut werden könnte. Im nächsten Inhaltspatch, aber irgendwie... Und immer nur im Schlund unterwegs. Den Schlund, den finde ich tatsächlich scheiße. Ich kann auch nicht schön reden oder so. Ja, so ein Zufall, dass die Entwickler genau das aber voll geil finden. Na ja, so ein bisschen enttäuscht von. Ich muss näher heran. Wobei, ich muss es vielleicht auch mal erwähnen. Ist da nämlich, glaube ich, beim letzten Mal irgendwann ein kleiner Fehler hat sich bei mir eingeschlichen. Ne, das fehlerte Fehler, Teufel. Mit diesen komischen legendären sind, glaube ich, oder? Ja, doch nicht episch, sondern wirklich schon legendär. Legendäre Rezepte, wo ich dachte, das geht erst, wenn der. Wie heißt er nochmal hier? Der Angekettete da. Mein Gott, heute ist echt der Wurm drin irgendwie. Der Runenmetz. Ich dachte, man muss den irgendwie ne, so weit durchleveln oder freileveln, dass man da dementsprechend dann. Die Rezepte eintauschen kann und dann habe ich letztens erstmal gesehen, ich brauche einfach nur benutzen, also rechtsklicken auf die Dinger. Das hätte wohl auch funktioniert. Das muss ich mal abchecken. Jetzt testen wir den Schleim an euch. Diese nächste Prozedur ist eine echte Bombe! Eine Infusion von Aggression sollte ausreichen. Es wird Zeit. Hier merkt man schon, die Gruppe weiß wieder nicht, was zu tun soll. Ja, aber ging ja auch so irgendwie. So.
Doppelagenten-Wolf erstmal auspacken. Ja, aber ich merke das schon wieder. Ne? Da ist man mal ein paar Tage lang ein bisschen inaktiver und schon... Ja, hat man irgendwie zwei Rückschritte oder so. Umholt. Ich brauche ein Ziel. Ich bemerke auf jeden Fall, mir fehlt dieser Meteoreinschlag für Gruppen. Das war dann irgendwie nochmal so ein zusätzliches Ding. Der fehlt mir irgendwie in der Rotation. Ich glaube, den hole ich mir wieder zurück. Ich sehe jetzt auch nicht, dass der Damage irgendwie sich irgendwie zum Positiven gewählt hat. Da ist dann wirklich eher, dass die Rotation gestört ist. Gefühl, wenn ich jetzt hier so reinspringe und die keine Explosion zum Beispiel an hier reinhaue, die ist ja gut. Ich meine, guck mal auf die Zahlen. Ne? Also, läuft bei uns, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke mich dann doof an oder irgendwann fragt mal einen, sag mal, Junge, na, geht's noch? Aber wir könnten jetzt Wetten abschließen, ob die Jungs und Mädels gleich auch die komischen jetzt hier einfangen. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Euer Untergang kommt aus den Schatten. Es okay, aber wie sich tatsächlich auch einen Kratzer. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Ich mache mir wieder unnötig schwer hier. Es braucht nur einen Kratzer. Fürchtet den Dolch im Dunkel. Ich muss zuerst etwas analysieren. Nur einen Kratzer. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Okay, jetzt kriege ich mein Spiegelbild auch nicht mehr aus. Euer Untergang kommt aus den Schatten. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Die Rache wird mein Sein! Wer betreibt das Haus? Wohl doch langsam mal Zeit, dass man wieder ein paar Items hier rankommt. Ne? Haben wir hier Crit, Tempo, alles klar. Ernsthaft? Willkommen. Wir haben euch schon erwartet. Hey.
Essenszeit, meine Diener. Essenszeit, meine Diener. Die Mutter der Seuche kommt euch holen. Meine letzte Arbeit, mein Stolz und meine Verdammnis. Könnt ihr seinen Zorn spüren? Meinen Zorn? Naja, Zorn. Mein Haus trieft vor Seuche. Alles wird zerstört. Ich glaube, du hast recht. Das ist nicht die ansprechendste Instanz irgendwie. Ein Ziel. Mein Haus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Pennt. Verheiler war ich mit. Nicht den Baron. Okay. Das finde ich immer wichtig. Die Leute sollten schon alle irgendwie aufgehoben werden. Ich glaube, jetzt habe ich gar nicht gelootet. Aber ist egal, dafür gibt es ja den Postmeister. Ja, manchmal ist man dann eben halt sehr froh, wenn man aus einer Instanz wieder rauskommt. Ne, wobei, ich habe ja beim letzten Mal auch schon rumgeheult wieder. Ne, na sowas. Oben mittendrin standen wir dabei. Da man nicht besonders viel Abwechslung hat mit diesen Instanzen, die vier, die man eben halt hat. Ich habe kein Ziel. Ja, guck mal, das war gar nicht so schlecht. Im absoluten Vollnoob. Ach ja. Na, wenn ich überlege, was ich am Wochenende hier alles noch schaffen wollte, ey.
Ich brauche ein Ziel. Nimmst du dahinter? Der Bus ist hier schon ein bisschen schwerer, ne? Oh, Bus hat Schutzschild. Na, wobei, entschuldigt, wenn ich auch gerade so ein bisschen trantütig wirke, ne? Das ist irgendwie schon seit 2-3 Tagen, aber auch. Ne, auch diese ständige Müdigkeit irgendwie. Ich komme heute auch kaum aufraffen. Komm. Ne, kaum aufraffen, irgendwie hier einen Stream anzuwerfen. Ne? Also Bock habe ich schon. Ne? Nur irgendwie dann. Wie gesagt, seit 2-3 Tagen, da liegt man dann einfach nur so rum und. Ne, vielleicht auch gerade wegen dem Wetterwechsel. Ne? Die Sonne, die ist am Knallen wie Hulle. Ja, und ich bin jetzt, weiß Gott, kein sommerlicher Mensch. Ne? Ich bin mehr so der, der sich im Keller einschließen möchte, ne? Sobald die Temperaturen über 18 Grad sehen. Ne, ich bin Kellerkind. Ne, aber ich bin ja auch, man ist ja auch irgendwie so, als Let's Player ist man ja mehr so der Zocker, ne? Der Stubenhocker. Sag ich jetzt einfach mal ganz doof. Ja, außerdem ist das nervig, wenn die Sonne im Monitor spiegelt und. Ich brauche ja hier einfach nicht nur so rum zu ballern. Ich muss ja hier tatsächlich auch ein paar Dinge erledigen. Ne? Sind, glaube ich, noch zwei Bosse. Naja, Questmobs. Zuerst etwas anvisieren. Ich aber mal ab wie ein Schnitzel. Und was kommt da an? Eine Arschgeburt. Ne, das ist so der typische Hortler, ne, dessen Mutter ihm die Brust gegeben hat, bis er eben mal 26 war oder so. Ne, also ich weiß nicht, so was macht man einfach nicht. PvP wieder, ne? Meine Nemesis. Obwohl, das ist ja kein PvP, wenn ein 60er ankommt und hier irgendwelche questenden Leute umhabt. Und da müsste auch einen Negativeffekt geben, irgendwie, ne? So, weiß nicht. Ne, wenn du als 60er, weiß nicht, jemanden unter 60 kaputt haust, dann bist du, weiß nicht, sofort für, sagen wir mal, 2 Wochen. Ne, gefleckt mit minus 50% Rüstung oder so. Beziehungsweise rennt er dann rum, als wenn er selber nur Level 20 wäre, so von der Werte her. Ja, das wäre immer was Lustiges. Ne, und ein Scheiße-Emoji über dem Kopf. Über seinem Namen. Das wär's. Ja, das wäre lustig. Ne, Wut macht kreativ, sagt man so schön.
Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ist mein Kanal eigentlich ab 18 gefleckt oder müsste eigentlich, ne? Ich produziere hier Videos für erwachsene Leute, ne? Deswegen darf ich auch mal ein bisschen bösartiger werden. Nee, aber wie sagt man auch so schön, einmal ist kein Mal, ne? Also verbuchen wir das einfach immer mit dem Hirnschaden, den der Mensch hatte. Ja, das ist halt dann manchmal ein bisschen komisch. Er hat für uns aber auch noch gezählt, das gefällt mir. Dann sieht das gerade so aus. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist das auch so, dass es dann wirklich manchmal ausarten kann, wenn sowas passiert? Ne? Also irgendwelche PvPler, ich meine jetzt nicht grundlegend PvP oder so, kann ja genauso gut sein. Ne? Man macht da Dinge aus und die Welt ist in Ordnung. Also so ist das ja nicht. Ich mache das ja wirklich nur an, damit ich meine 15% Bonus habe. Könnte man auch drauf verzichten und so weiter. Ne? Aber ne, geht so ein bisschen ums Prinzip. Ne? Oder seid ihr selber eben halt, dass ihr sagt, na Moment, ne? Jeder, der sich als PvP fleckt, der ist dann auch Freifutter, ne? Draufi, ne? Weil wie gesagt, ich kann da so gar nicht drauf. Ich selber mache das eigentlich auch nicht, also auf jeden Fall nicht bewusst. Bin zwar auch schon mal und habe jemanden angegriffen, aber eigentlich nie Leute, die, weiß nicht, 15 Level unter mir waren. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal aufgenommen, dass ich dann wirklich jemanden hatte, der mich angegriffen hat und der war dann selber 5 Level unter mir. Der wollte einfach. Und dann gucke ich den so an und denke mir, ja, alles klar, ne? Den würde ich jetzt mit einem Knall hinrichten. Wo ich dann wirklich sogar noch selber sage, ja okay, komm, ich drehe mich um und gehe. Ich könnte ihn jetzt einfach mit einem so einem, ne, irgendeinem Zauber, mit einem Zauber einfach noch umhauen. Und dann geht man und dann rennt er dir die ganze Zeit hinterher und ballert dich an. Ne? Also er provoziert das, dass du dann wirklich sagst, komm, jetzt ist gut, jetzt machst du dann halt einfach mal so einen Puff. Aber mir ist das auch beim letzten Mal aufgefallen, als ich mit ihm hier gespielt hatte und ausloggen wollte, dann gehe ich hier in dieses Camp da oben rein, stehe im Gasthaus. Ne, hab noch nicht ausgeloggt. Ich meine, ich habe den Stream nicht aufgenommen. Also das, ne, Gameplay, ne? Und dann, ne, gehe ich mir so eine Pulle trinken holen, komm wieder und sehe, wie dann einer von draußen in das Gasthaus, ne, einen Feuerball nach dem anderen schickt und ich bin auch immer tot. Da gucke ich dann so, ich denke mir, was soll das? Ne, soll das ein Witz sein? Ne, und ja, da habe ich dann ausgeloggt und dachte mir dann auch, ne, was, ich weiß nicht, ich. Wie kleingeistig sind manche Leute oder wie blöd. Ich meine, wie gesagt, kann ja auch sein, dass manche Leute sagen, haha, da Fleisch, ne, geil, drauf. Also ich würde es aber im Leben so nicht machen. Weiß ich nicht. Aber ich bin auch nicht asozial. Ne? Ihr merkt das schon, ich blühe da richtig auf bei solchen Idioten. Ach, schlimm. Ne, wobei, das müsst ihr mit dem nötigen Humor nehmen, ne, also... Auch wenn ich dann die ein oder andere Beleidigung vielleicht mal raushaue. Ne? Wie gesagt, ich könnte es selber umgehen. Das ist mir durchaus bewusst. Ne? Aber manchmal, ne, ihr kennt das ja, man will sich dann ja auch aufregen. Ja, aber das ist tatsächlich auch meine größte Erfahrung. Ne? Dann lockt man dann tatsächlich einfach aus oder um. Ne? Das ist zwar ärgerlich und ihr habt das bei mir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Auch dann eben mal doppelt ärgerlich, wenn man gerade eben halt sowas im Stream hat. Aber okay, im Zweifelsfall... macht man dann eben halt das Dingen da oben auch einfach aus, ne? Das ist ja mittlerweile eine Option. Also noch vor ein paar Jahren, wenn man sich bewusst entschlossen hat, auch einen PvP-Server zu spielen, ne, da war man gearscht. Andererseits, da gab es auch noch Abhärtung und so. Nee, stimmt, ich sag das auch immer. Also ich meine, selbst wenn das... Wenn das jetzt ein anderer, so ein Level, weiß ich nicht, 59er gewesen wäre oder sowas. Jemand, der hier halt auch am Leveln ist, ne, sowas ist, das ist okay, ne, da lasse ich mich gerne angreifen, ne, dann soll er seinen Sieg auch haben, ne, ist gut. Aber irgendwelche 60er, die dann auch schon hier so fett equipped oder sowas sind, die dann einfach so einen Noob einfach mal wegbursten wollen, weil sie es einfach können, ne, das ist eine Sauerei. Und vor allem, wie du schon sagtest, wenn sie dich dann auf einmal campen, das hatte ich ja auch dann schon des Öfteren in Gorgrund. Ja, wo ich dann wirklich einfach die Schnauze voll hatte hier. Ne? Da lockt man dann aus und dann... Ja, ich verstehe das auch nicht. Aber eventuell, ne, ich werde es einfach... Ich sage es einfach so, wie es ist. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann selber auch mal machen, mitten im Stream. Ne, ganz bewusst solche Sachen suchen oder solche Leute suchen.
ne, repräsentativ für alle, die mich dann immer umgerotzt haben. Ne, werde ich dann mal richtig arschig sein. Ne, weil ich bin dann tatsächlich auch so ein Freund, wenn man dann sagt, ja okay, ne, als Allianzer, Schurke oder wie auch immer, ne, gehen wir mal Ogrima besuchen. Da wieder, guck, gibt euch das. Ist ein anderer. Der ist bestimmt auf meinem Level. Ne, gerade 60 geworden, so muss es sein. Ja, wie gesagt, da kann ich auch nicht so richtig drauf. Läuft's. Ich meine, Blizzard macht ja mittlerweile auch nichts mehr. Ne? Man könnte den auch einfach markieren und wegen, weiß ich nicht, ne, wegen Botting melden oder so. Ne, stimmt zwar nicht, aber zur damaligen Zeit hätte er dann, wenn es mehrere Leute machen, weil er eben halt ein Arsch ist, dann wäre er eben halt wenigstens mal einen Tag gebannt worden oder so. Ne, ist zwar auch nicht die feine Englische, aber ne, solche Leute brauchen halt einfach mal so ein. Ne, so ein, wie ist das nochmal hier bei, nicht Frauentausch? Ne, wenn die Kinder im Flur, ne, auf den Wutstuhl gesetzt werden, ne, weil sie mal drüber nachdenken sollen, was sie da wieder gemacht haben. Lustig. So, wo bin ich denn jetzt hier? Benötigt ihr etwas? Ja, aber weißt du, was auch wirklich das Interessante ist? Ich meine, ich bin ja Doppelagent. Damit meine ich, so, ne, ich spiele ja Horde sowie auch Allianz gleichermaßen. Es ist aber wirklich ein Phänomen. Wenn ich hier als Allianzer unterwegs bin, dann kommen auf einmal 5 Hordler angerannt. Die umkreisen dich, die beballern dich, die sorgen dafür, dass du ausloggst und einen anderen Charakter anmachst. Ne? Und dann lockst du dich bei der Horde ein und wunderst dich, dass dann 3 Allianzer angesprungen kommen, die dich dann auf einmal campen und wegballern. Also das ist wirklich gleichermaßen. Das ist noch nicht mal so, ne, dass man dir sagen kann, auf dem Server ist es besonders schlimm oder sonst was. Ne, also irgendwie, ne, muss man sagen, alle sind irgendwie scheiße. Ne, Horde und Allianz, ne, die mehr als ein, da brauchen noch nicht mal mehr als einen. Auch einzeln sind die teilweise scheiße. Da ist er wieder. Ja, 56. Soll ich den jetzt wegbursten? Ne, kein Interesse dran. Ne, nur bei meinem Glück, wie gesagt, immer sind das dann so Leute, die greifen mich dann auf einmal an. Naja. Ne, aber schön zu wissen, dass ihr dann auch so ein bisschen mit mir leidet. Ne? Also beziehungsweise, dass ihr ne, das Phänomen auch dann schon mal wahrgenommen habt. Ne? Dass irgendwelche Idioten irgendwie idiotisch sind. Da guckt, er hat sich die Mühe, der ist hier runtergekommen und dachte, ah, guck mal, angreifen und dann wieder zurück. Geil, oder? Weißt du, ich bin in der festen Überzeugung, ich meine, man sagt das ja immer nur so Dreckskind oder sonst was, ne, irgendwie halt einem, ne, dem, wo man der Mutter das Kleingeld morgens dann vor die Füße schmeißt, ne. Ach, komm. Ne, und dann sind das aber wahrscheinlich genauso Leute wie ich, ne? Ich merke aber auch selber, ich muss viel ruhiger werden bei sowas. Ach, Leute, ich sag's euch, kauft Pommes. In Flaschen. Andererseits, als Magier darf man sich auch nicht wundern. Da ist man in der Regel ja sowieso immer einer der Ersten, der mit dem Dreck liegt und tot ist. Ne? Also, das war damals mal so der Fall. Ah, oder Moment.
Warte mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Da bin ich auch schon wieder. Erstmal einen Schluck Mana. Es hört sich scheiße an, ne, aber hat sich mittlerweile so eingewöhnt. Was ist denn mit dir los? Du siehst irgendwie aus, als wenn du in Gefahr wärst. Und ganz nebenbei, ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben, obwohl ich jetzt eigentlich nicht müsste. Ja, beziehungsweise, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt sollte. weil, das kam ja auch raus. Wie fängt man so weit am besten an? Es wird dieses Jahr ja noch Burning Crusade veröffentlicht, als wieder mal Classic Add-on. Und da gibt es ja eben halt die Möglichkeit, dann auch mit dem Charakter entweder dahin zu gehen oder mit den anderen bei Classics zu bleiben. Blablabla, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja damals relativ spontan wegen Shadowlands oder auch wegen Pre-Shadowlands aufgehört mit Classic. Ich würde das aber gerne wieder so ein bisschen reinbringen. Ich meine, das ist mir jetzt bewusst, dass viele interessiert das überhaupt nicht. Ne? Ist auch absolut in Ordnung. Nee, aber trotzdem war ich dann überlegen, wie ich das am besten machen soll. Weil ich hau ja meiner Meinung nach doch relativ viele Videos raus. Ne? Okay, manchmal ist dann wie gesagt mal ein Tag oder sowas, wo dann nichts ist. Oder dass ich genau weiß, ich muss jetzt mal ein bisschen vorproduzieren oder so. Ne? Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Woche auf jeden Fall immer so 4 bis 5 Videos rauskommen. Ne? Das ist meiner Meinung nach schon ein relativ guter Schnitt, wenn man mal überlegt. Und auch, dass auch da viele Videos dabei sind, die dann entweder untergehen oder keinen interessieren, ne? Dann ist das vollkommen normal. Ne? Ist mir bewusst und alles ist gut. Und jetzt war mein Hintergedanke oder einer meiner Gedanken, dass ich auch mindestens ein Video Classic die Woche eben halt zum Beispiel mal raushaut zum einen. Und an der Stelle wiederum muss ich auch wieder erwähnen, ich bin ja kein irgendwie reiner World of Warcraft Account oder sowas, dass ich mich jetzt nur damit beschäftige, sondern ich spiele eben halt, was mir Spaß macht, ne, und wie es mir Spaß macht, wann es mir Spaß macht und so weiter. Und auch da wiederum ist mir bewusst, außer Reichweite, dass es nicht alle interessiert. Ne, mein Gott, was für ein Monolog. Auf jeden Fall habe ich dann auch zwischendurch angefangen, dann auch mal andere Spiele, ne, schon mal aufzunehmen, wobei bei denen dann eben halt egal ist, das sind jetzt nicht die aktuellsten Spiele. Einfach, dass ich ein bisschen was in der Hinterhand habe und sagen kann, ja, ich habe dann hier mal so ein Let's Play, was zum Beispiel schon fertig ist. Ne? Ich sage jetzt zum Beispiel mal doof, wenn ihr zum Beispiel mal wieder Resident Evil oder sowas durchspielt. Ne, das ist was, wo ich weiß, das interessiert hier viele Leute nicht. Ne, oder man hat es schon gesehen, aber das sind dann halt so Sachen, die ich gerne halt auch mal auf meinem Kanal hätte. Ne? Also, die spiele ich dann sozusagen für mich. Ne, obwohl dann da die Einschaltquoten, sage ich mal, einfach miserabel sind. Ich habe zum Beispiel schon mal den ersten Resident Evil Teil von der PlayStation mit dem Emulator eben halt hier gezockt. Und dann, also die Videos, die haben kaum Klicks, da guckt halt keiner nach. Wer will das sehen, ne? Alte PlayStation-Version. Ne, die wollen Remake sehen und so weiter.
Ne, aber ich will, wie gesagt, alles drauf haben. Ne? Wollte dann auch so Sachen wie Silent Hill mal durchgespielt haben. Wie gesagt, dann absolute Retro-Games, wo keine Sau mehr Interesse nach hat. Außer man will selber irgendwie spielen und sucht nach einer kompletten Lösung oder wie man jetzt mal wieder irgendwas da bewältigen muss oder so. Worauf ich einfach nur hinaus will, ist, ne, dass ich mir zwischendurch die Zeit so ein bisschen nehme und mir dann solche Sachen auch eben mal drauf spiele. Also spielen und... Und, warum spielt man wieder Classic? Meint man damit alte Gegenstände zu questen und so weiter? Es ist tatsächlich interessant, dieses Classic-Spiel. Man ist dann komplett ja, zu Classic-Zeiten gefangen, beziehungsweise bringen die jetzt Burning Crusade, also das erste Add-on, wo dann wieder als spielbaren ja, End-Content, wie man so will. Also man kann dann einfach da bis Level 70 natürlich hochspielen und dann den End-Content. Das ist tatsächlich ein bisschen interessant. Ich selber habe ja auch schon eben halt oft erzählt, ne, meine PvP-Zeit und mit Burning Crusade wurde dann eben halt so was wie Abhärtung und so was alles eingeführt und Arena. Da war das PvP zum Beispiel unglaublich gut, also im Vergleich zu heute. Ne, also gibt es dann da zum Beispiel Leute, die dann sagen, ja, ich gehe dann dahin und zock, ne, und mache mir dann einen richtig geilen PvP-Char oder so was, weil ich einfach Spaß am PvP habe. Ja, also das ist schon eine interessante Kiste und ich möchte natürlich dann, und darauf will ich halt langfristig auch raus, Classic eben halt auf der einen Seite spielen, damit ich dann auch einen Charakter habe, um Burning Crusade irgendwo zu spielen. Wie gesagt, die Fangemeinde ist diesbezüglich relativ klein, also das ist halt mehr so, ne, es interessiert mich und ich würde halt gerne mal eben halt ein bisschen was machen oder wenn ich da was mache, will ich es halt aufgezeichnet haben. Und auf jeden Fall eine interessante Kiste. Zumindest dann immer so lange, bis hier im Retail-Game mal wieder was Neues kommt. Los, beschütz mich! Da bin ich schon spiel wie ein Dummwurm, dann aber auch richtig. Na, wie gesagt, das sind so Sachen, manche interessieren sich dafür. Ich habe da eben halt auch hier und da meinen Spaß dran, aber das ist nichts, wo ich mich jetzt so richtig versteifen würde. Aber trotzdem will ich jetzt irgendwie halt ein bisschen bedienen. Ne? Das ist genau wie ich. Ne? Manche sagen auch, ja, spiel doch hier Horde oder sowas. Ne? Oder kommen die anderen und sagen, ja, spiel doch Allianz. Ich spiele einfach beides. Ne? Das, was eben halt dementsprechend Spaß macht. Weil die Leute sollen ja auch sehen und manche möchten das eben halt auch, was dann auch bei der gegnerischen Fraktion los ist. Ne? Ich sag mal, nicht jeder ist so, ne, ich will jetzt nicht sagen krank im Kopf, weil das machen ja doch viele, ne, aber nicht alle wollen wirklich bei beiden Fraktionen auch Charaktere irgendwie hochgespielt haben, ne, oder sowas. Ich bin ja immer der gewesen, der gesagt hatte, ja Moment, wenn ich doch so ein Spiel habe, dann will ich doch auch alle Seiten sehen. Wie kann ne, ich wenn auch nur grob. Sein? Ne, und unterm Strich, es soll halt Spaß machen. So, soll natürlich nicht beeinträchtigen, wobei ich denke, das wird nachher tatsächlich zu Verwirrung führen, wenn man dann eben halt Retail-Game hat, dann hat man normal Classic und dann kommt einer an und sagt, ja, ne, herzlich willkommen hier zum Burning Crusade. Ne, aber für so einen Gespast, ne, der neuen YouTube-Kanal machen oder was, lohnt sich dann wahrscheinlich auch wieder nicht, willkommen. Ne, wieder bei Null anfangen irgendwo. Dann die Leute immer darauf hinweisen, ja, ich zock dann hier und zock dann da. Ja, aber es ist auch auf jeden Fall immer schwer, es allen irgendwie so recht zu machen oder so. Ja, was ist denn hier jetzt mal? Mach mal so bumm. Falscher Zauber. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bin ich gerade so dermaßen abgelenkt, dass ich hier so eine Schwachsinn fabriziere, mein Gott. Wollte doch nur das Level mal eben schnell voll machen. Beziehungsweise, ne, wenn ich die 59 dann jetzt... Die werde ich auf jeden Fall noch erreichen. Die machen wir noch voll. Und ich denke, ich werde dann morgen nochmal kurz mit ihm hier den Stream starten.
Ne, und da geht es dann eben halt in die Vollen. Ne? Also da machen wir dann Instanzen. Ne? 1, 2, 3 Stück. Ne? Also nonstop anmelden. Und gucken, dass man innerhalb von 2 Stunden dann das Level voll kriegt und Level 60 erreicht. Ne, da hat man dann einen weiteren 60er, ne? Den ich dann erstmal wieder parken kann. Beziehungsweise wo ich dann gucken kann, ne? Welche oder in welcher Rolle macht er mir dann am meisten Spaß. Ich glaube, mein Horden-Magier, der steht immer noch, der hat die Schlundquest angefangen und ich glaube, da hatte ich dann nach 20 Minuten schon keinen Bock mehr. Ne, und jetzt hier beim Spielen auf jeden Fall, ne, von dem Allianz-Magier, ne, da kam dann tatsächlich so ein bisschen Stimmung auf. Aber wie gesagt, ich muss ja auch nicht immer alles haben, beziehungsweise alles bei allen Fraktionen dann auch hochleveln. Ne? Also das reicht ja, wenn wir eine gepflegte Auswahl uns angucken. Hat er. Ein Escher und ich auch Büroschlattung. Kommen wir da hoch. Ich brauche ein Ziel. Ne, und immer wieder, einfach weil ich es gerade auch nochmal gelesen habe, ne, ja, warum spielt man wieder Classic? Ne, also ich persönlich, ich erwähne es ja immer liebend gerne, oder viele Leute haben mit Burning Crusade angefangen damals und ich bin ja wirklich so ein alter Haudegen, der wirklich schon zur Classic-Zeit in den 40er Raids da war, der hat ne, die Vorbereitung für die Öffnung von Anquiraye über Monate mitgemacht haben, als das jetzt hier auf den Servern war. Mit Classic, das hat ja Tage nur gedauert. Damals musste wirklich der ganze Server, Horde und Allianz mussten Ressourcen sammeln und die waren alle echt nicht ohne. Ne? Und wie gesagt, das wurde jetzt nicht, als Classic eben halt rauskam, das hat ein paar Tage gedauert, damals über Monate. Und dann ging die Instanz endlich auf. Dann sind die Leute in die 40er Schlachtzüge gegangen. Also ich sag mal, so ein 40er Schlachtzug zu organisieren. Ne, also richtig zu führen über Teamspeak oder wie heißt das andere Ding hier, Discord oder sowas. Ne, das ist alles nicht so einfach. Und da kommt einfach ein ganz anderes Feeling auf. Die Klassen hatten teilweise ganz andere Funktionen, wie zum Beispiel so ein Paladin. Ne, also zu Classic, ein Paladin-Tank, hättest du gesagt, man konnte den skillen, natürlich. Ne? Die hätte noch nie an einen Raid mitgenommen, ne? Die hätten mich ausgelacht. Ne, also da war die Skillung noch so richtig, ey, hast du den Punkt auch da drin und den Punkt auch da drin, weil du bist halt ein Paladin-Supporter, ne? Du bist ein, nur entweder die Nahkämpfer zu supporten, den Tank zu supporten oder die Heiler zu supporten. Ne, dein eigenes Ding machst du dann nicht. Und da war das dann teilweise bei uns zumindest damals so, dass man auch im Teamspeak, da war man halt in einer Gruppe, also in einer Heilergruppe. Das heißt, zum einen haben die Paladine sich alle abgestimmen müssen, weil man ja Siegel setzen musste und so weiter. Also da war das Spiel, das war grundlegend anders. Irgendwie. Ne, ich will jetzt nicht sagen, das war besser oder schlechter, das war aber auf jeden Fall irgendwie ein komplett anderes Gefühl. Ne, und da kam dann auch, wenn da irgendwie jemand stand und der hatte so ein T2-Set zum Beispiel dann, also das ist das zweite Set, was man in einem Raid, in einer Instanz eben halt kriegen konnte. Da wusste man, was der getan hat, ne? Oder wenn da einer hier Donnerzorn, also diese Legendaries hatte, ne? Oder hier Sulfuras Hand von Ragnaros. Da dachte man auch so, wow, ne? Der Mensch hat kein Leben, ne? Weil der hat Ragnar, der hat die Hand von ne, Sulfuras. Was man da alles für machen muss, was man da farmen muss für und sowas alles. Das war zu dem Zeitpunkt war das einfach ne, richtig, wow. Ne, heute gibt es dann Transmog-Klamotten oder so, da ist das dann. Ich weiß auch nicht, das ist eben halt so wie in der Gamer-Szene, wo die Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie heißt dieses komische Spiel nochmal? Nicht Dark Age. Da gibt es irgendein komisches Spiel, also so eine Spielreihe, ich komme jetzt echt nicht drauf. Bloodborne war zum Beispiel auch sowas. Da gibt es keinen Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad ist Hölle. Ne, da verzweifelt man beim Spiel bei dem ersten Mob, was kommt, was man tothauen soll. Man stirbt da ständig und dann fragt man sich, sagen wir mal, irgendwas falsch, ne?
Also ich erwähne das, weil das bei mir genau der Effekt war. Ich kannte das damals nicht. Dark Souls. Ich glaube, Dark Souls hieß er. Dark Souls 3, 2. Ne, Spiele, die für normale Leute gar nicht gedacht sind, sondern nur wirklich Leute, die Spiele auf Irrsinn und so was alles, hier auf Hardcore-Level spielen wollen. Wo man an jedem zweiten Mob stirbt. Ne? Speicherpunkte, sowas gibt es nicht. Ne? Man muss sich wirklich eine Millimeterweite vorarbeiten. Muss ich zugeben, bin ich auch nicht der Typ für. Ne? Also ich habe bei Bloodborne irgendwann aufgegeben. Ich bin relativ weit gekommen, aber ich habe aufgegeben. Das Spiel als solches ist eigentlich echt schön. Ne? Aber das ist einfach, da muss man sich so dermaßen mit beschäftigen. Da muss man wirklich so ein Overpro-Gamer sein, ne? wie hier in dieser South Park WoW-Folge. Ne? Machst den ganzen Tag nichts anderes, als ne, zu versuchen, da durchzukommen. Gucke ich mir übrigens gerne an, solche Videos. Ne? Aber das ist dann auch meistens so, dass die Let's Player, also die Gamer, die sowas können, wirklich diese ultraschweren Spiele, die behandeln, also verhalten sich dann auch teilweise so. Ne? Die sind dann so dermaßen, oder kommen teilweise, ist wahrscheinlich gar keine Absicht, ne, die kommen dann so dermaßen arrogant rüber teilweise, ne, dass die einfach grundlegend unsympathisch auch sind. Ich will da jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder sonst was. Ne? Das bringt das einfach mit sich. Ne? Wenn du ganz weit oben mitspielst, ne? Und ganz wenige kommen da ran, weil wie gesagt, da soll auch ein bisschen Arroganz gegönnt sein. Ne? Weil wie ich sage selber, ich könnte es nicht. Ne? Also das ist dann so ein Ding, da ist Arroganz gerechtfertigt. Ich sag immer, ich habe das bei mir im Job zum Beispiel auch. Ne? Da bin ich wirklich dann teilweise, ich weiß, dass ich gut bin, selber auf Schulterklopp. Ne, und da habe ich dann auch so eine gewisse Arroganz, wenn ich dann auch darüber rede. Aber ich glaube, das ist normal. Ne, wenn man gut in was ist, ne, dann soll man auch damit prahlen dürfen. Dafür bin ich ein schlechter WoW-Spieler. Ja, das war es ja damals, ne? Bloodborne, ne? Das sieht richtig schön aus, ne? Alles ist so richtig. Ne, aber wenn man den Hintergrund nicht verstanden hat, hat sich das nur an Ultra-Gamer irgendwie richtet. Also. Da gab es damals sogar, und ich muss zugeben, ich war einer der Leute, ich habe mir extra die CD-Version gekauft, ne? Für die PlayStation von Bloodborne. Okay, dann aber auch in einer richtig Special Edition, ne? Mit so einer Metallbox, die ist total geil, ne? Also für die PlayStation. Weil wenn man die CD-Version hatte oder das Spiel neu installiert, ich meine, das ist ja dann mittlerweile schon des Öfteren nachgepatcht worden und bei den digitalen Versionen kann man ja nichts machen. Aber wenn ich die CD-Version habe, also ich würde das Spiel deinstallieren, ne, dass das komplett weg ist, installiere die erste Version, lasse nicht zu, dass ein Update gemacht wird, weil mit der Master-Version, die von der CD eben halt kommt, da gab es verschiedene Möglichkeiten, ich will jetzt nicht sagen zum Cheaten, ja, aber ich meine Schieden. Ne, da konnte man dann verschiedene Tricks anwenden, um seinen Charakter aufzuwerten. Noch bevor das Spiel im Grunde losging. Man musste da auch immer irgendwelche dämlichen Klamotten machen. Und wenn man dann ein bisschen aufgewertet war, dann hatte man das zumindest in den ersten paar Leveln nicht ganz so ultra schwer und konnte sich zumindest mal ein bisschen was angucken. Aber der Aufwand, der da betrieben werden musste, der war so hoch. Ne, das hat sich einfach nicht gelohnt. Ja, und irgendwann hat man auch mal einen falschen Knopf gedrückt, dann hat das Spiel auf einmal angefangen, sich zu abzudaten. Ja, dann war vorbei, ne? Weil dann ist der Cheat im Prinzip außer Kraft gesetzt. Ne, und ab da steht man halt wieder mitten im Wald, weil du kommst an dem ersten Mob schon wieder nicht vorbei. Ich bin jetzt wirklich so ein Arsch. Ich will ja so eine Spiele auch spielen, ne? Also. Nee, ich bin mir aber auch nicht so fein dafür, dann zu sagen, okay, ne, dann hole ich mir halt die PC-Version, wenn möglich. Und dann würde ich da auch mit dem Trainer durchrennen. Hauptsache, ich kann mir das Spiel halt mal angucken. Ne? Ich weiß, Todsünde, aber ich würde es halt mal machen. Das gab dann noch so ein Spiel. Das war jetzt nicht Bloodborne direkt, aber da gab es so ein Jump'n'Run, was rauskam. Das gibt es, glaube ich, auch für PlayStation und PC. Ne, Cuphead. So richtig im Stil der alten Mickey Maus, ne, so richtig schön gezeichnet, wunderhübsch, alles auch handgezeichnet, also die Animation und so weiter, habe ich mich wirklich dann, also ich habe mir das sogar als Let's Play angeguckt, da muss man sich mal geben, Jump'n'Run. Aber das war so gut, das war alles halt richtig liebevoll gemacht, aber für Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Spiele zocken, ne, und die sind da dran schon verzweifelt, ne, das Spiel kann man jetzt für einen Zehner kaufen, ne, kein Ding.
Aber ich weiß ganz genau, ich würde so oft verrecken, ne? Ich würde mir das Spiel, da gucke ich mir dann, wie gesagt, da sind wir dann wieder bei dem Thema, ne? Da gucke ich mir lieber ein Let's Play an. Ne, wie die anderen das spielen. Das ist wie, wenn du mit dabei gewesen bist. Ne, und noch besser sind eben halt die ganzen Pros, die sich dann auch entschuldigen, ne, wenn sie dann irgendwie bei so einem Boss nicht sofort beim ersten Mal geschafft haben. Ne? Ich brauche ein Ziel. Dann machen sie sich selber nieder, ne? Da siehst du, wie die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Ach ja, YouTube und Switch, ne? Ne, Twitch. Switch. Ist schon was Geiles. So, Gabe des Waldes. Ich glaube, ich muss noch irgendwo so eine alte, gammelige Pflanze. Ich baller hier die ganze Zeit irgendwie rum. Drück auf die falschen Knöpfe. Hier, du Käfer, du alberner, fliegender, saftiger. Hier ist so ein Baum. Zu weit entfernt. Hier nochmal sowas. Verdammt, der Baum hat nicht gezählt, weil ich ihn schon hatte. Ne? Meteoreinschlag. Gehe ich jetzt aufs Doofheit drauf? Verdient er hier die alle. Etwas analysieren. Ich lebe. Ey, das war doch hier. Die standen doch überall rum, die Dinger. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier selber irgendwie total abgelenkt. Da oben ist auch noch einer. Ich habe kein Ziel. Rolle ich. Ja, das sollte auf jeden Fall jetzt für unseren Level-Up auch reichen. Ich glaube, wir haben zwei Quests fertig. Aber ja, zwei sehe ich zumindest da gerade. Jetzt geht euch amüsieren. Die sind so verdammt drollig. Moment, ich soll mich mit irgendjemandem hier amüsieren. Warte mal. Braucht ihr Hilfe? Ne, wobei, wenn ich jetzt überlege, Drenai und die kleine Elfe, ne, da kommen mir ganz komische Bilder in den Kopf. Macht's gut. Nee, das mache ich jetzt nicht, sondern... Ah, wollen wir erstmal hin. Ich will jetzt nur noch die Quests eben schnell abgeben, Level up haben und dann vermutlich für das letzte Level auch nochmal das Gebiet wechseln. Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich helfe euch gerne. Lebt wohl. Ja, und da hat sich ja wieder dann so ein bisschen rausgestellt, auch wenn ich ein bisschen Vorlauf hier bei dem Level hatte, ne? Anderthalb Stunden, wenn man rumgammelt, reichen absolut aus für so ein Level, ne? Selbst wenn man so rumgraubt. Hier, guck mal, wir machen einfach mal. Ah, ne, Moment, der ist 58. Grüße. 60er hätte ich jetzt ein Schaf draus gemacht und dann hätte ich ausgenommen. Die Königin wacht über uns. Zur nächsten Aufgabe. So die Königin es will.
Ja, schalalalalala. Seht ihr etwas Nützliches? Gold. Das, guckt euch das mal an. Also da geht man mal hin, macht hier so zwei billige, also wirklich billige Quests. Ne? Und da, ey, da hat man auf einmal hier fast über 500 Gold. Ja, auch das geht jetzt mittlerweile nichts mehr. Ne? Gold ist hier nichts mehr wert. Was ich allerdings gut finde. Also bei Classic ist das noch ein bisschen was anderes. Moment. Da. Eure Angriffe haben eine Chance, eurem Ziel, bla, Gesundheit zu entziehen, euch 50% dieses Wert zu heilen. Klingt ja gar nicht mal so interessant, ne? Also die Bedrohung für... Ja, da lohnt sich manchmal schon mal reinzugucken. Und auch hier haben wir einen Zauberstab auf einmal. Zauberstab. Da müsste ich mit meinen anderen Charakteren auch mal kurz gucken. Ich brauche nämlich noch für meine Krieger zum Beispiel mal so ein paar Zweihandschwerter. Für die zweite Skillung, für die D-Skillung. Okay, wisst ihr was? Hier drücke ich mal eben drauf, beziehungsweise ich fliege jetzt nach Stolzsturzweiler, Revendreht. Ja, wir wechseln schon mal das Gebiet, dann bin ich beim nächsten Mal auf jeden Fall schon mal da. Ne, die doppelte EP, die wäre mir in dem Moment sogar tatsächlich egal, weil ist das letzte Level. Ne? Also ich denke, entweder haben wir noch genug, ne, oder ja, es ist eh egal. Ne, da fliege ich auf meiner kleinen, drolligen Motte, ne, und ohne Scheiß, ich hätte liebend gern so eine Motte, so eine Flugmotte hier bei mir am Fenster. Wo man mal eben schnell nach McDonald's flattern könnte oder so. Auf so einer Motte. Ja, und wenn ich mir das hier so angucke, ne, er hat seine wärmenden Backen in den Nacken dieser Motte gequetscht. Ne? Also die hat schön warm. Okay, nein, also wir sind dann jetzt mehr oder weniger durch. Ne? Stunde 1, 4, ja, das ist doch in Ordnung. Nur von der Zeit her bin ich absolut zufrieden. Wie gesagt, jetzt ruckeln wir uns einfach nur noch mal in unsere Endstellung hier sozusagen. Und ich muss dann gleich mal gucken. Ne, ich werde es gar nicht mehr versuchen, ne, zu sagen, ja, ich mache gleich noch einen Stream oder sonst irgendwie was. Ne, ich bin zwar gerade total gut drauf, bin gerade mal am Überlegen. So ein dies und das, aber ich denke, wenn diese Quest, diese besagte, dass man einfach nur Seelen zum Beispiel im Schlund sammeln muss, hier 10 oder 15 Stück, habe ich ja schon tausendmal gesagt, ne, das mache ich dann mal eben schnell mit all meinen 60ern. Ich glaube, da lohnt sich nicht, ein Video anzuschalten oder so. Jetzt sehe ich da unten gerade erstmal solchen Sturz, knietief drin. Der letzte, ich habe da irgendwelche Quests, die fertig sind. Grübel, grübel. Da lohnt sich eventuell auch noch mal einen Blick drauf zu werfen, aber das können wir dann auch beim nächsten Mal machen, ne? Wenn ich die Instanzen jetzt hier fertig habe oder im Vorfeld irgendwelche Instanzquests angenommen habe, die geben eigentlich immer einen richtigen Rums. Naja, aber wäre jetzt kein Grund, nochmal den Platz zu wechseln, wie gesagt. Das kann man dann, wenn, dann morgen machen. Ne, erstmal alles nochmal kurz abfliegen oder so und dann kann man immer noch gucken. Soll ich sagen, ich glaube, ich werde mir jetzt mal ein paar Pizzabrötchen machen. Und für alle die Leute da draußen, die es interessiert, ich werde höchstwahrscheinlich gleich zum ersten Mal in meinem Leben selbst Kräuterbutter herstellen. Das ist für mich ist das was ganz Besonderes. Ja, und dann esse ich Pizzabrötchen mit selbstgemachte Pizzabrötchen mit selbstgemachter Kräuterbutter. Das wird bestimmt voll geil. Ich werde auch überhaupt nicht enttäuscht sein oder so. So, Leute, wir sind angekommen im Revendreht. Ich mag das ja so von den Farben her und so weiter alles, ne? Und bin auch immer noch am Überlegen. Er hier könnte ein Revendrehter werden. Ne, anstatt einmal Draxi. Wobei, Magier, Fleischformung, ich bin damit eigentlich total zufrieden. Was mir nur bedingt gefällt, ist der Todesgeborene. Ne, wobei, das ist ja nicht schlecht, sieht aber scheiße aus.
Ich weiß noch nicht ganz. Aber wir haben die freie Wahl, ne? Oder ich gehe in den Adenwald. So, Leute. Auf jeden Fall, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dass ihr mich hier tatkräftig beim Zocken unterstützt habt, auch wenn ich den Faden irgendwie heute nicht so ganz gefunden habe. Nee, aber so ein bisschen, was haben wir dann eben halt schon mal gemacht, ne? Der kleine Magier, ne? Ein bisschen Fortschritt muss ja auch zwischendurch mal sein, ne? Mal gucken, was wir uns dann als nächstes aus dem Hut zaubern, aus der Tüte ziehen und in den Stream werfen. Und ich bin immer noch am Überlegen, wie ich verschiedene andere Spiele gerade, ob ich die auch streamen soll, ne? Oder ist das hier auf Twitch eben halt besser, wenn man sich dann, ne, nur mit WoW beschäftigt, obwohl das ja grundlegend egal ist, ne? Ich weiß es nicht so recht. Muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Jo, im Chat lese ich gerade, ne? Besten Dank, ne? Auch euch ein schönes Wochenende, eine angenehme Nachtruhe wünsche ich euch dann schon mal heute, ne? Guckt noch ein paar Videos, dann schlaft ihr auch garantiert ganz schnell ein, wenn ich einmal anfange zu quatschen. Selbstironie muss sein. Ja, und dann sage ich einfach mal, ne, bis zum nächsten Mal. Ne? Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gebt den Daumenvideo nach oben. Leute, ich bin durch für heute. Alles klar. Leute, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich bin der Chris von